Ja, ist das Hemmschermeier, ich bin Psychologe, immer noch Sonnenbrand. Bevor wieder einer schreibt, ich gucke so viel. Nein, Spaß. Und ja, wir haben mal wieder eine Frage, die ich beantworte. Mach die fucking Kurse, guck nicht nur die Videos. Meine Arbeit findet hier auf liebische.de. Wenn du andererseits sagst, Mensch, Hemmschi macht mal so viel kostenlosen Content, nutzt gerne hier diese Thanks-Funktion, die es ja auf YouTube jetzt gibt, oder die Kanalmitgliedschaft. Ja, es geht um das gute Laune-Thema. Mein Partner hatte eine platonische Freundin. Ja, hallo Christian, ich bin Mitte 20 und... sorry, das war der falsche Anfang. Warte mal. So, lieber Christian, ich verfolge schon seit einigen Monaten deinen Kanal, habe drei deiner Bücher gelesen und habe auch schon einige deiner Kurse gemacht. Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Also ist eine Zuschauerin zu meiner Situation Frage. Der Kontakt zu meinem Ex-Freund, von dem ich mich vor einem Jahr getrennt habe und der sich trotzdem immer wieder um mich bemüht, ist für mich sehr irritierend und schmerzhaft. Als ich ihn vor 3,5 Jahren kennenlernt, hatte er mir von einer Freundin berichtet, die ich leider nie kennenlernen durfte, mit der er aber einige Jahre zuvor eine Art Beziehung hatte. Die Situation wurde im Verlauf der Beziehung immer schwieriger, da ich diese Freundin trotz mehrmaligen Nachfragen nicht kennenlernen durfte. Leute, das ist wieder ein Drecksdreieck. Ich sag's ja, jede zweite Mail, auch diese Mail werde ich abkürzen, weil ich sehe einfach keinen Sinn mehr darin, das alles auszulegen, weil der Hauptgrund ist einfach, dass es ein Drecksdreieck ist. Dreiecke funktionieren nicht, fertig. Ist genau wie On-Off-Beziehungen und aber ich lese mal noch ein bisschen weiter. Und eine Freundin, die du nicht kennenlernen darfst, ist ein Red Flag. Was willst du mit so einem Typen? Also, wenn jemand gegengeschlechtliche Freunde hat, okay, dann trifft man sich mit denen, dass man das einschätzen kann und fertig. Das ist das Normalste von der Welt. Alles andere ist, wer weiß was dann wahrscheinlich, kann sein, dass er die ganze Zeit eine Beziehung mit der hatte. Weißt du nicht, ne? Warum sollst du die sonst nicht treffen dürfen? Warum? Wo sind deine fucking Standards? So, ne? Aber wir gucken uns das Elend mal noch ein bisschen an hier. Es gab bei ihm verschiedene familiäre, berufliche und andere Situationen, die immer wieder Probleme machten. So konnte er sich beispielsweise nicht von seinen Kindern abgrenzen und versetzte mich mehrmals ohne wirklichen Grund, hielt sie nicht an Verabredungen. Und ließ mich sogar einmal 2 Tage vor einem geplanten gemeinsamen Urlaub mit dem meinem Kind stehen und flog alleine ans Meer. Netter Typ. Nach 1,5 Jahren trennte ich mich von ihm, da er bezüglich unserer Beziehung immer wieder unsicher war und sie nicht festlegen wollte. Zuletzt meldete er sich eine Woche nicht und beantwortete weder Nachrichten noch eher ans Telefon. Ja gut, ich meine, wenn du dich trennst, verliert man natürlich auch das Recht auf Kontakt so, ne? Kurz danach fuhr er mit seiner besagten Freundin in den Urlaub. Oh, es wird die Reservetante ausgepackt hier. Sehr schön. Ne? Wo womöglich die ganze Zeit schon was lief. Ich will die jetzt nicht anträgern, aber die Welt ist schwierig manchmal. Ist auch schlecht. Fuhr der besagten Freundin in den Urlaub, den wir ursprünglich gemeinsam geplant hatten. Ey. Was meinst du, dem noch eine Träne hinterher ist? Fucking illoyaler, völlig egoistischer Typ. Was willst du damit? Warum weinst du noch eine Träne hinterher? Also sinnlos, nicht? Und ging wieder eine Beziehung mit ihr ein, wenn die nicht schon, ja, ich will es nicht wieder sagen. Inzwischen hat er diese Beziehung seit mehr als einem Jahr beendet und kontaktiert mit seitdem regelmäßig. Ja, es geht ja. Das ist ja dieses Problem mit diesen Menschen, dass sie können nicht mit einem Partner. Das müssen immer 2, 3, 4, alle müssen am Laufen gehalten werden. Dann ist die eine weg, wieder die andere. Warum redest du noch mit dem? Warum? Er hat es doch bewiesen, dass du, weiß ich nicht, nichts mit dem tun kannst. Nichts. Scheißegal, was der macht. Hängt nicht immer so lange hinterher, diesen Leuten. Das ist einfach, die es nicht wert sind, dass sie einen Gedanken über die verschwindet. So, ne? Ja.
Warum lässt du dich kontaktieren? Das ist hier die Frage. Nicht, warum er dich kontaktiert, sondern warum lässt du es zu? Wofür? Was willst du mit dem? Obwohl wir ja in der Zeit nach dem Kontaktabbruch keine Beziehung hatten, fühlte ich mich betrogen, da er mir zuvor immer wieder versicherte, dass er kein Interesse an dieser Frau hatte und sie auch nicht an ihm. Ja, es war halt eine glatte Lüge, ja, würde ich mal sagen. Er warf mir sogar krankhafte Eifersucht vor. Ja, das ist Projektion. Der klägliche Versuch eines Neustarts. Was willst du mit diesem Typen? Warum Neustart? Ist daran gescheitert, dass er zu wenig Empathieverständnis für mich aufbringen konnte. Ja, so, jetzt kommt noch irgendwas mit. Es bringt nichts, das weiter vorzulesen. Es ist ein Drecksdreieck. Und ich kann immer wieder sagen, ich werde auch in Zukunft diese Mails abkürzen, weil ich habe einfach so viele Videos über Dreiecke gemacht. Und ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Dreiecke sind Schrott. Haltet euch da raus. Und das ist auch ein Dreieck, ne? Setzt eure Standards und ihr müsst lernen, Standards zu setzen, macht mein Modul 1, Standards und Dealbreaker. In meinen Kursen könnt ihr auch nach und nach Trennungskompetenz erlernen und dann zieht euch raus aus solchen Situationen und sagt dem Universum, kein Bock mehr auf solche Typen. Selbst wenn der so ähnlich war wie Papi früher oder Mami, was am meisten das Problem ist, scheiße ich drauf, akzeptiere ich nicht mehr, schick mir jemand anders zum Universum. Und gar nicht mal drüber nachdenken, warum der das macht und wieso er macht das, was er macht. Das ist halt sein Charakter. Fertig. In diesem Sinne, wir sehen uns.